Volksparkstadion. Aber nicht Hamburg, sondern Neuruppin. Ein Stadion, in dem wir als Greifswalder FC noch nie zu Gast waren. Bei der Premiere dann gleich so ein wichtiges Spiel. Nur 2 Punkte aus den letzten 3 Ligaspielen, viele Chancen in den Heimauftritten liegen lassen. Unsere Jungs wissen, was die Stunde geschlagen hat. Wir brauchen 3 Punkte. Eine Änderung gibt es im Vergleich zum Hansa-Spiel. Clemens Schröder ersetzt den angeschlagenen Robert Müller, geht auf die Rechtsaußenposition. Pfarr wieder zurück als Außenverteidiger und Sahnin in der Mitte. Unsere Jungs in Weiß-Rot in der ersten Hälfte von links nach rechts. Und mit der ersten Gelegenheit. Richardson im Zusammenspiel mit Jovanovic. Der zum Mann mit dem besonderen Auge, zu Lovro Sindik. Und er findet Hecker! Sehr schöne Flanke, guter Abschluss, leider vorbei. Apropos vorbei, jetzt wird es übel für Matteo Hecker. Hier ist er am Ball, lässt sich nicht trennen. Und bei diesem Einsatz ist es passiert. Dabei ist sein Fuß ganz übel weggeknickt, an ein Weiterspielen für ihn nicht zu denken. Für den Rest der Truppe schon, sie versuchen den Angriff zu vollenden. Knechtelschuss, aber abgeblockt. Für Hecker die Partie also nach rund 20 Minuten vorbei. Unsere Jungs für kurze Zeit in Unterzahl. Das versuchen die Gastgeber natürlich direkt zu nutzen. Flanke abgeblockt und dann verfehlen sie das Tor nur knapp. Für Hecker soll nun Gabuszewski kommen. Aber wir sehen im Hintergrund, da geht Richardson vom Feld. Auch für ihn ist das Spiel beendet. Wie in Berlin, 2 verletzungsbedingte Wechsel in der ersten Halbzeit. Schnell noch neue Anweisungen von Coach Schröder für Ronny und dann das Beste hoffen. Natürlich leichte Verunsicherung jetzt bei unserem Greifswalder FC. Neuruppin kommt mit einem starken Ball. Mika Schneider aber ganz ruhig, hält seine Kiste sauber. Hier nochmal, klasse Ballverarbeitung von Jahnke, aber nicht mit Mika. Für Richardson nun Petersen Appia im Spiel. Hier setzt er Bütterich gut ein. Ja, zunächst so ein bisschen Ping-Pong im Strafraum. Dann aber mal wieder eine Sahneflanke von Sindik und das ist das Tor. Aber der Abseitspfiff kommt sofort. Schade, denkt auch Jova, feuert aber direkt wieder an. Wir gucken nochmal drauf. Ja, hundertprozentig auflösen können wir es nicht. Aber es scheint ganz knapp richtig zu sein. Kurz vor der Pause dann nochmal Freistoß Gabuszewski. Wieder ein Pfiff und dann noch 3 weitere. Halbzeit 0:0. 2 Spieler mit Verletzungen verloren. Ganz üble Flashbacks aus dem Spiel bei Blau-Weiß 90 Berlin machen sich breit. Was wir damals brauchten, um den Bann zu brechen, war ein direktes Freistoßtor von ihm. Von Velimir Jovanovic. Vielleicht geht da ja was in Halbzeit 2. Zunächst keine weiteren Wechsel bei unserem Team. Sie kommen aber sehr engagiert aus der Kabine. Wie hier. Der Ball etwas zu weit für Schröder. Aber er kriegt ihn noch. Gutes Zusammenspiel mit seinen Kollegen. Ah, sehr schön gemacht. Ein guter Ansatz. 1 Stunde jetzt etwa gespielt. Knechtel am Ball. Ja, den kriegst du kaum aufgehalten. Nur mit einem Foul. Und da ist sie die Chance. Da ist dieser ominöse Freistoß. Ja, diesmal nicht Jovanovic, Sindik oder Gabuszewski. Wer macht es? Lovro blickt zu Ronny. Ich mach's. Nicht Ronny Gabuszewski! In die Maschen. Und wir hören auf Marcel Rü und Kai Behrens.
Jawohl, Gabi, Junge! Kompromisslos eingeschweißt, endlich der erlösende Führungstreffer. Dann soll Azad Selçuk kommen. Unter der Woche gegen Hansa 2 sein Debüt gefeiert, haben wir alle gesehen. Jetzt nochmal klare Anweisungen von Stefan Kalweit. Wenn du 3 Meter vom Tor stehst, bitte reinschießen. In das Tor da? Ja, Azad, in das Tor bitte. Zunächst aber nochmal Neuruppin. Ball raus auf Angelo Tag. Aber Mika Schneider immer noch wach. Solche Bälle hält er auch, wenn man ihn nachts um 4 aus dem Bett holt. Und jetzt gucken wir uns mal einen Abstoß von ihm an. Fahr völlig frei. Schickt Selçuk. Ja, mit links. Butterweiche Flanke. Knechtel. Abia! Da ist das Tor! 10 Minuten vor dem Ende die Entscheidung. Eine wirklich herausragende Flanke. Und dann ist das der pure Wille von Knechtel und Appia. Und da strahlt er, unser Appi. Dafür steht er auf dem Platz. Endlich wieder ein Tor von Pedersen Appia. Seit dem Sieg gegen Stendal hat er darauf gewartet. Und wir gucken auf den Spielstand. 0:1, das war mal. Ha, ich mag das einfach. Solche Anzeigetafeln noch per Hand betrieben, ich mag das. Und das ist übrigens auch der Endstand, denn das hier die letzte Möglichkeit. Appi, aber nicht mehr ganz an den Ball gekommen. 2:0 Auswärtserfolg für unseren Greifswalder FC beim MSV Neuruppin. Hart erkämpfte 3 Punkte im Volksparkstadion. Aber die zählen am Ende genauso viel wie die bei einem Kantersieg.